Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4 und wir sind hier gerade. Oh, da ist ein Dachs, den können wir uns ja direkt mal krallen. Oh, wo ist denn meine? Upsala. Upsala. Upsala, jetzt. What the fuck? Alter, der hat gerade 4 Fallen ausgehalten. Aber nice. Ja, wir sind hier gerade vor der Festung, die wir letzte Folge eingenommen haben. Und zwar dieses fette Ding in den Berg ist einfach eine riesige Festung. Da hatten wir uns einen Keks gefreut, als wir das geschafft hatten. Und diese Folge will ich gerne eine Shangri-La-Mission machen. Was ist da hinten? Böses. Ich suche gerade, ob hier noch weitere Honigdachse sind. Aha. Aha. Okay, egal. Der interessiert mich nicht. Ich würde gern hierhin könnten wir gehen zu der Shangri-La-Mission. Ja, 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 das klingt nach einer guten Idee. Schnellreise zu diesem Ort wird erledigt. Und dann machen wir diese Shangri-La-Mission. Und dann fehlen uns auch nur noch 3, glaube ich. 3 fehlen nach der noch. Und dann haben wir diesen kompletten Teppich, der in unserem Haupthaus hängt. Und wenn wir dann noch ein bisschen Geld vielleicht irgendwann mal verdienen, weil wir sind ja momentan echt knapp bei Kasse, weil wir relativ wenig Missionen machen, so Pflichtmissionen, wo man ja relativ gut Beute bekommt, machen wir gerade relativ wenig. Und wenn wir irgendwann mal wieder Geld haben, können wir dann auch nach Hause, wo wir wahrscheinlich eh aufwachen werden, wenn wir diese Shangri-La-Mission machen. Aber das Wichtige ist halt, wenn wir viel Geld haben und zu Hause sind, können wir unser Haus upgraden. Denn in diesem Haus kann man ja bekanntlich Sachen kaufen und kann dann die also kann dann so, was wir glaube ich noch mal kaufen können, ist ein Wasserspender, wenn ich mich recht erinnere. Also so ein Brunnen, oder ich meine, den hätten wir auch gekauft. Entweder wir haben den schon gekauft oder wir können den noch kaufen, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall können wir dann auch einen Helikopterlandeplatz, sowas können wir noch kaufen, das weiß ich. Und was noch, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber das wird auf jeden Fall cool. Oh, und oh Gott, wir müssen da hoch. Ach nee, heißt es, wir müssen... Okay, warte mal. Ja, es geht, so wie es aussieht, geht es von links und von rechts. Aber wahrscheinlich nicht von geradeaus. Rette den rette die Menschen vor dem Raubtier. Die haben es irgendwie schon selber geschafft. Oh, okay. Ich hätte gern geholfen. So, jetzt erstmal, wo können wir hier hoch? Da sieht es sehr nah aus. Jetzt könnten wir da hoch. Ich glaube, das ist definitiv auch der Weg. So. Ja, das wird der Weg sein. Zu dieser Maske. Und boah, jetzt können wir wieder die Aussicht genießen. Ja, mehr. Oder wir fallen einfach direkt wieder runter. Ja gut, habe ich gesagt. Ja gut, habe ich vielleicht. Aber, Freunde, aber. So. Egal. Wir können ja wieder hoch. So. Was mache ich hier? Wie bin ich gestorben? Wie? Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Voll. Ich hätte einfach ein bisschen schwächer schwingen sollen und hätte dann einfach Linus, du brauchst keine Ahnung was, aber einen klügeren Kopf. Ach komm. Das ist doch behindert. Merken wir uns, wir müssen da links irgendwo hoch. Können wir direkt mal ein bisschen links rennen. Haben wir sonst auch nichts Besseres zu tun, gell? Ja, ja, ja. Was ist hier? Oh, ein Kammerheim. Oh, da kann ich helfen. Oh, da kann ich helfen. Tada! Wie viel Gamma habe ich bekommen? Naja, zeig mir ruhig an, wie viel Gamma ich habe. 187. Krass. Bald steigt Gamma Level auf. Jö. So, da können wir auch wieder hoch. Boah, ist das hoch.
Wir laufen ja echt an der Wand. Wir können zaubern. So, jetzt. Hier. So. Und jetzt sind wir wieder hier. Diesmal schaffen wir es aber bitte. Also so schwer war das jetzt auch nicht. Wir müssen einfach nur, ja, einmal und dann müssen wir langsam. Dürfen nicht einfach so in der Luft den Haken lösen, sondern dass wir dann mit dem Wingsuit... Nein! Oh, Linus! Mann! Wenn ich so weitermache, bringe ich mich selbst um. Habe ich jetzt zwar gerade schon, aber... Das kann ich auch nochmal machen. Das kann ich auch nochmal machen. So. Und jetzt? Ja, so hat's funktioniert. Einfach ein bisschen Seil locker lassen. Dann hängt man weiter unten und dann... Oh, bin ich gut. Oh, bin ich gut. Zieh dich nach einem Pfad um, der zu einem Tempeleingang führt. Okay. Ich kletter ja hier hoch. Ich hoffe, der ist einfach wirklich hier oben. Da. Oh mein Gott, ich dachte gerade, wir fallen runter. Ey, ich hätte so Panik bekommen. Okay. Okay, das hat funktioniert. Gut. Gut, gut, gut. Und der noch. So. Noch einer. Wie kommt ihr überhaupt auf den Berg hier hoch? Habt ihr irgendwie keine Hobbys? Ich glaube, die haben echt keine Hobbys. Okay, vielleicht müssen wir da nochmal höher. Ich weiß es nicht. Na, scheinbar ist das hier wirklich ein Tempel. Sieht schon relativ gut aus, wo wir hier sind. Und da ist auch der Fetzen. Nice. Und es passiert wieder. Shangri-La. In Shangri-La hat Kyra, die Tochter des Gottes Bandur, irgendwas gemacht. Dürke mittlerweile und lass einen Tiger dabei helfen, Dämonen auszuschalten. Das werde ich auf jeden Fall. Wo bin ich nun? Ich habe wieder dieses coole Schwert. Okay, ihr müsst unten mitlesen, wenn ihr wollt. Oh, nice Tiger. Wow. Wow. Okay, was auch immer das jetzt ist. Halte Rechtsklick, um die Zeit zu verlangsamen. Cool. Die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Okay, cool. Die Anzeige füllt sich automatisch, wenn sie nicht benutzt wird. Ey, das ist cool. Was machst du da hinten, Tiger Bro? Du legst rum. Ach, bist du süß.
er ist ja so süß. Kannst du mir halt nicht im Kampf helfen, oder wie? Oh. Oh, shit. So, getroffen. Tiger, die kommen. So, die haben wir alle. Ich habe 43 Pfeile, what the fuck? Lol. Lol. Wow, das war uncool. F, Takedown. Zack. Uncooler Loot. So. Hier sind welche. Oh shit. Und zack. Zack. Lol. Die Hecken. Die Hecken. Zack. Oh mein Gott, was die alles mit den Tieren hier gemacht haben. Rache. Ja, mach ihn tot. Warum halten die auf einmal so viel aus? Scheiß Bogenschützen. Mann, Mann, Mann. So, wohin? Wow. Da oben hockt ein Äffchen. Noch mehr Äffchen. Was ist das? Ein Portal? Aber wohin führt es? Markiere einen Gegner mit. Oh, zack. Zu langsam, Bruder. Mann, sind die cool. Wo sind denn noch mehr Gegner? Da oben? Oh, hol ihn dir, Bruder. Hol ihn dir doch. So, wo? Autsch. Können wir da jetzt einfach rein? Ja, cool. Drehe die Glocke, um den Tempel zu befreien. Tschu. Es funktioniert. Oh, nice. Und jetzt? Wahrscheinlich in so ein Portal. Bin ich wieder hier, scheiße. Wow. Scheiße, schnell heilen, schnell heilen. Fuck. Fuck.
Und komm. Nice. Oh, das war ein... Oh mein Gott, nice. Unerwarteter Takedown. Und voll in die Beine. Oh, wieder hoch. Und jetzt blick ich. Da ist so ein Feuerspeier. Ich hab nicht getroffen, oder? Shit. Bruder, ohne dich, Löwe. Und nein, jetzt komm mal ran. Bitte. Mach Feuer weg und dann. Nice. Wir haben es geschafft. Nach viel zu langer Zeit, weil wir inkompetent sind. So, rennen wir weiter. Wir sind ja direkt beim Tempel. Löwe, ich glaube, ich brauche dich. Ja, Tiger, Löwe, whatever. Erreiche die Glocke der Erleuchtung. Erleuchtung. Ach, ist jetzt offen. Ist jetzt offen. Und Headshot. Was ist das da? Ist das lieb? Ich glaube nicht. Zack. Wow. Takedown. So, wo ist die Glocke der Erleuchtung? Ich muss sie doch erreichen. Da. Hoffe ich jetzt mal. Ja, das ist die. Ja, das ist die. Takedown. Bitch. Headshot. Oh. Ach du heilige Scheiße. Oh shit. Tiger. Ich brauch dich halt jetzt an vielen Orten gleichzeitig. Das ist doof. Ich frag mich, ob ich die auch so ausschalten kann. So, Takedown. Oh shit. Hier werde ich viel zu gut getroffen. Vor allem von da hinten. What the? Ist das ein Bug, oder? Nee, ich glaube, in dem Wasser stirbt man einfach. Okay, haben sie gut geregelt. Shit. Die Besucher von Shangri-La erhalten keinen Schaden, wenn sie stürzen. Ich weiß. Verlangsame die Zeit, um Präzisionsschüsse mit dem Bogen zu machen. Ja. Weiß ich auch, klappt halt nur irgendwie nicht. So, Headshot. Und zack. Headshot. Zack. Kein Headshot. Hä, ich hab's gewusst. Ich bin so gut. Hunde, die keinen Schaden machen. Okay. Und glaube ich eher Ablenkung. Und Headshot.
What the fuck? Und zack. Noch ein Schuss. Oh, jetzt hat er. Jetzt hat er. Das erste Mal hat es einfach funktioniert. Was sind das für Hunde, die keinen Schaden machen? Ich verstehe es nicht, Mann. Wir müssen auf jeden Fall jetzt aufpassen. Ich habe keinen Bock, schon wieder zu sterben. Und ein paar Gegner fehlen halt noch. Nice. Präzisionsschuss. Hat's funktioniert? Ist er tot? Ich glaube schon, ich halt bald auch. Tiger, warum bleibst du auch im Feuer stehen? Das sind zwei? Die kann man auf dem Bogen töten. Okay, dann ist ja cool. Dann ist ja cool. Warte. Renn doch. Renn doch, du stirbst. Ja, ist das gerade hier. Hardcore. Nur einmal getroffen, oder? Jetzt auf jeden Fall zweimal. Ich sollte mich lieber heilen. Heilen ist gerade safer. Ich muss safe spielen. Ich kann gerade nicht einen auf... Ich gehe drauf spielen. So. Hier. Zack. Ich brauche dich. Ja. Yay, sie kann wieder schweben. Warum kann die überhaupt schweben? Unlogisch. What the fuck is that? Ein Adler. Oder was ist das? Auf jeden Fall ist es riesig. Und ich find's cool. Warum hab ich sowas nicht? Uncool. Naja, wir haben es geschafft. Kürat. Ah, geil. Danke, Leute. Das war der Hammer. Das war... Shangri-La ist schon ein geiles Erlebnis. Jedes Mal. Und wir müssen es noch dreimal durchstehen, dieses Erlebnis. Und dann haben wir alle Shangri-La-Missionen gemacht. Und das ist voll cool. Frag mich, was wir noch können. Oh, wir sind in unserem Haus aufgewacht, wie ich prophezeit habe. Kann sein, dass das nicht die richtige Reihenfolge ist von den Wandteppichen. Shangri-La, der Rakshasa beendet. Okay, cool. Der Hammer, ja. Oh, es wurde eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Welche denn? Die hier unten. Nonstop, du kannst mit Interfin in die Hocke gehen. In der Hocke bewegst du dich auch schneller. Das ist ja toll. Das ist ja cool. Okay, damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wo wir dann irgendwas anderes machen werden. Das werdet ihr dann aber sehen. Ja, haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, Morgen oder Abend. Und verkauft es noch schnell. Ciao.